Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, heute ist wieder das Wochenorakel dran. Ich schaue mir hier an, was kommt denn in dieser Woche auf uns zu. Also hier in der Woche vom 1. März bis 7. März 2021. Ja, heute arbeite ich mit ganz besonderen Karten, also mit unterschiedlichsten Orakelkarten. Und zwar zum einen hier mit dem Magie der Erde Orakel, dann mit dem Akasha-Chronik-Orakel, dann mit dem Lebenskraft-Orakel. Dann schaue ich mir an, welches Krafttier begleitet uns in dieser Woche. Und dann gibt es noch eine Seelenbotschaft für die kommende Woche. Das ist also ein sehr, ja, einfaches Orakel mit den unterschiedlichsten Kartendecks, beziehungsweise ein Orakel, was jetzt hier wirklich für die nahe Zukunft wichtig sein kann. Das ist natürlich ein allgemeingültiges Orakel, das kann jetzt hier auf dich zutreffen oder auch nicht. Ja, vielleicht nimmst du einfach auch hier Botschaften raus für dich für die kommende Woche. Ja, ich starte los. Ich deck jetzt einfach mal alle Karten auf und bring sie natürlich dann in einen logischen Zusammenhang und du schau einfach, ja, was du damit anfangen kannst, wie du das eben hier wirklich jetzt in diese Woche für dich ja nutzen kannst, diese Botschaften. Und zwar haben wir zum einen die Karte Wind. Es geht also hier um die Aktivierung. Es wird also hier in dieser Woche irgendetwas aktiviert in deinem Leben. Ja, das kann jetzt im Liebesbereich sein, im beruflichen Bereich, im familiären, im freundschaftlichen Bereich. Und das ist eine sehr positive Karte, denn die sagt uns, dass jetzt hier etwas in Bewegung kommt, dass etwas aktiv wird, ja, dass man selber aktiv ist, ja, und dass eben hier kein Stillstand vorherrscht. Diese Karte ist eine sehr positive Karte und der Wind, der ist ja auch sehr, sehr schnell, ja. Also es kann auch sein, dass hier sehr, sehr schnell etwas kommen wird, wo du nicht gedacht hast, ja. Also das ist schon mal eine sehr, sehr positive Karte, eine sehr, sehr positive Botschaft, dass eben hier in dieser Woche etwas aktiviert wird, jetzt in die Gänge kommt. Schauen wir einfach die weiteren Karten an, um hier weitere Hinweise zu bekommen, was das denn sein kann. Und als nächstes haben wir die Karte Freundschaft. Suche Rat bei deinen Verbündeten. Also es geht hier unter anderem auch um das Thema Freundschaft in dieser Woche. Und diese Karte möchte dir einfach sagen, dass du in einer Angelegenheit, die jetzt aktiv wird, ja, dass du dir vielleicht hier wirklich auch Rat, Hilfe vielleicht bei Freunden suchst, ja. Vielleicht fällt es dir schwer, hier irgendeine Sache voranzubringen und da kannst du Hilfe bei Verbündeten bekommen. Diese Karte sagt aber auch, dass du vielleicht jemanden treu zur Seite stehen wirst, dass hier jemand deine Hilfe braucht, irgendeine Sache in Bewegung zu bringen und dass du die Person sein wirst, die dem anderen hier mit Rat und Tat zur Seite steht. Also, dass hier du ein Verbündeter, eine Verbündete bist für jemand anderen. Dass du hier die notwendigen Impulse hast, für diese Person etwas in Bewegung zu bringen. Also, das kann jetzt hier wirklich dich selber betreffen, also dass du dir hier Hilfe holen solltest von außen, Rat von außen, oder dass du jemand bist, der in dieser Woche die notwendigen Impulse setzt, die notwendigen Impulse hat, hier aktiv zu werden. Dann haben wir eine weitere Karte und zwar, es geht hier, das Leben ist wie eine Spirale. Betrachte diese alte Lektion aus einer neuen Perspektive, lerne daraus und wachse. Und das kann natürlich auch sein, dass du hier durch andere Personen, durch Verbündete diese Erkenntnisse bekommst, dass hier alte Lektionen neu betrachtet werden, alte Situationen neu betrachtet werden, dass du diese alten Situationen als Chance siehst zum Wachsen
Oder dass eben du hier jemanden hilfst, eine neue Perspektive einzunehmen. Und dadurch kommt dann eben wieder mehr Bewegung rein und mehr Aktivität rein. Also hier sieht es so danach aus, dass in dieser Woche alte Situationen aus einem ganz neuen Winkel betrachtet werden oder aus einer ganz anderen Sichtweise und dadurch aktiviert man hier etwas. Und entweder bekommst du Impulse von Verbündeten oder du gibst hier diese Impulse. Dann schauen wir uns die Seelenbotschaft an für die kommende Woche. Ha, innere Konflikte. Wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht? Zerreißt dich das für und wieder? Und das passt hier sehr, sehr gut zur Karte, dass man hier Situationen, Lektionen aus einer anderen Perspektive sieht. Innere Konflikte werden jetzt in dieser Woche transformiert. Man wird eine Situation in dieser Woche ganz anders wahrnehmen, aus einer anderen Perspektive sehen, vielleicht auch leichter sehen und dadurch aktiviert man hier neue Möglichkeiten, die ins Leben kommen. Ja? Innere Konflikte werden hier in dieser Woche sich auflösen, ja? Denn hier auf der Karte innere Konflikte steht ja drauf, wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht, in dieser Woche kannst du es schaffen. Oder du hilfst jemanden, aus einer Situation rauszugehen, wo diese Person schon sehr, sehr lange rausgehen wollte, ja? Dass diese Woche sehr gut dafür geeignet ist, aus schwierigen Situationen, die man eigentlich schon lange beenden wollte, jetzt rauszugehen. Jetzt hat man hier diesen Mut, es aktiv anzugehen, aus alten Situationen, die man schon lange beenden wollte, auch rauszugehen. Also eine sehr, sehr schöne Woche und ich bin natürlich gespannt, welches Kraft ihr uns denn in dieser Woche begleitet. Und zwar die Maus für das Charisma. Wenn du also hier in dieser Woche an diesem Thema arbeiten möchtest, kannst du das hier mit dem Krafttier der Maus. Also es scheint hier in dieser Woche darum zu gehen, alte Konflikte zu lösen, jetzt aktiv etwas angehen und hier wirklich auch alte Situationen in einem neuen Licht, in einem anderen Licht oder durch andere Augen zu sehen sozusagen. Und dadurch verändert sich natürlich auch das Außen. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe. Ciao.